So, ist das nicht schon besser? Tut mir leid, dass du mich so sehen musst, aber ich werde versuchen, mich zu beeilen. Was machst du da? Hab ich es dir nicht schon erzählt? Ich rette die Welt. H.P. Lovecraft lässt grüßen. Endlich. Etwas Ruhe und Frieden. All diese Lichter. Es ist Zeit, dass sie sich ausruhen, damit andere weiterleuchten können. Jenseits dieses Tores wirst du ein neues Leben für dich finden. Eines, in der deine Krankheit geheilt wird, in der jeder glücklich bis ans Ende seiner Tage lebt. Es wird eine lineare Illusion sein, deren Aufrechterhaltung weniger Ressourcen erfordert. Aber für dich wird es sich wie ein Leben anfühlen, so real wie dein eigenes. Betrachte es als Abschiedsgeschenk. Hast du das gehört, Linri? Wir können die perfekte Zeitlinie leben. Linri? Das macht keinen Sinn. Ich bin überglücklich, dass unser Sohn da draußen ist, aber unsere Aufgabe hier ist erledigt. Was wirklich jenseits dieser Welt geschah, ist bereits festgelegt. Warum sollte eine andere virtuelle Reise eine Rolle spielen, wenn nicht einmal unsere eigene es tat? Ich habe schon alles gesehen, was es zu sehen gibt. Alles, was wirklich zählt, egal. Aber was, wenn du es nicht hast? Ich meine, mein Weltbild wurde auch zerstört. Zerstört in mehr als einer Art und Weise. Aber wenn überhaupt, erweitert das nicht die Möglichkeiten, anstatt sie einzuschränken? Und was das betrifft, warum ist es überhaupt wichtig, dass unsere Wirklichkeit nicht die grundlegende Wirklichkeit ist? Sie möge nicht die Wirklichkeit sein, aber sie war immer noch unsere Wirklichkeit und alles, was wir kannten. Ich meine, wer kann schon sagen, dass ihre Wirklichkeit das ultimative Ende des Stapels ist? Was hinter diesem Tor ist, ist vielleicht nicht real in Bezug auf sie, aber es ist genauso real in Bezug auf uns. Und wer weiß, vielleicht wird es ein Blick auf die Realität sein, die wirklich irgendwo da draußen ist. Eine Realität, welche wir besuchen und in der wir gemeinsam alt werden können. Was sagst du dazu, Linri? Wollen wir auf eine gemeinsame letzte Reise gehen? Du wirst auf uns bis dahin warten? Ich brauche nicht zu warten. Für mich ist die Zeit ein Ort. Geh weiter. Euer neues Leben wartet auf euch.
Was waren die boxenden Katzen da? Also sie ist jetzt Professorin an der Universität. Oh, ihre Reiseziele. Und ich bin wieder ruhig. Den Moment möchte ich nicht weiter zerstören. Ah, da ist sie schwanger. Ja. Genau, dass die beiden jemals ein Paar werden könnten. Oder einfach ins Wasser fallen. Es ist schlimm, dass mir ihr Name gerade nicht mehr einfällt. Und die Enkelkind, das Enkelkind ist da. Nun, wir hatten einen guten Lauf, ha? Den besten. Es ist an der Zeit. Das ist alles, was ich tun konnte. War es ausreichend? Mehr als ich mir je wünschen konnte. Aber ich wünschte nur, er wäre tatsächlich hier. Er ist hier. Er war die ganze Zeit hier. Und ab jetzt wird er es immer sein. Von jetzt an, jeder wird es sein.
Tja, nur dass es nie so gekommen ist, hä? Unter der Leitung von Khan Reeves Gao. Story von Khan Gao und Faith Yang. Imposter Factory. Ja, eine Freebird Games Produktion. Drücke Leertaste zum Fortsetzen. Und da ist unser guter Watts. Oh nee, da bist du ja. Ich kann es einfach nicht mehr zurückhalten. Ich muss es dir gestehen. Das ist nicht lustig. Es ist ein bisschen lustig. Also, habe ich das gut hingekriegt? Ja, danke. Seltsam, dass sie die perfekte Zeitlinie sein soll, obwohl. Es fühlte sich nur deshalb perfekt an, weil es den Rahmen der Schwierigkeiten hatte, den es hier bereits gibt. Ohne das gab es nichts zu überwinden. Es zog vorbei, ohne auch nur eine bedeutungsvolle Welle zu machen. Aber dennoch. Kennst du die Bibliothek von Babel? Ich könnte sie kennen. Soll ich die Enzyklopädie darüber herunterladen? Nein, das ist in Ordnung. Es ist die theoretische Bibliothek von Büchern, die jede mögliche Kombination von Buchstaben und Satzzeichen enthält. Alles, was geschrieben werden kann oder jemals geschrieben werden wird, kann dort gefunden werden. Es ist also hauptsächlich Unsinngetöse, aber ab und zu greift man nach einem Buch und es ist genau das, was man braucht. Was ist das? Ein Umkreisverletzungsversuch. Ich muss los. Umkreisverletzung? Welcher Umkreis? Warte, du meinst doch nicht etwa. Neil, ich habe deinen Tacker nicht, ich schwöre. Deinen Tacker. Oh, sei nicht albern, wir waren gerade in der Nähe. Jetzt in der Nähe, vor einer Stunde war es noch sehr weit weg, bevor er sich entschied, in der Nähe zu sein. Ja, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, nicht wahr? Also, wie auch immer, wir wollten irgendwo hingehen, wo es abgefahren ist. Bist du dabei? Wie toll. Erstaunlich toll. Schwer auszuschlagen.
Meine Güte, da ist jemand der nächste Spielverderber. Nun, da gibt's wohl kein All-You-Can-Eat-Eis für Neil. Ich sagte, da gibt es wohl kein All-You-Can-Eat-Eis für Neil. Rosalind war ihr Name. Wir können genauso gut sein, Neil. Wer weiß, wann wir das nächste Mal in der Lage sein werden. Wie hast du dich schon schnell umgezogen? Es ist ein Mantel, kein Cocktailkleid. Ich erwarte Großes. Du hast vergessen, die... Ist jemand da drin? Hallo? Ja. Folge X, Imposter Factory. Abgeschlossen. Folge 1, To the Moon. Und was kommt als nächstes? Vielen Dank, dass du die Serie über die Jahre hinweg unterstützt hast. Das werde ich auch weiter tun. Gib mir mehr Spiele davon. Tritt unsere Gemeinschaft bei, um zukünftige Updates zu erhalten. Drücke Escape zum Beenden. Mist. Und jetzt habt ihr den Black Screen, weil das Spiel einfach geschlossen wurde. Ich start's nochmal gerade. Ja, gut, dann sind wir nochmal ganz kurz da. Die Aufnahmesession ist etwas länger heute, als ich erwartet habe, weil ich jetzt nicht gedacht habe, dass wir das Spiel noch beenden. Aber ja, es fehlt noch mein Nachwort nach allem, was jetzt passiert ist. Wie gerade gesagt, ich möchte mehr davon. Die Storys von diesen Spielen sind so toll, auch wenn ich immer mal wieder weinen musste dazwischen, weil sie einfach so krass sind. Ich bin echt mal gespannt, ob und was als nächstes kommen wird. Ob es wieder ein normales, eine normale Geschichte von irgendeinem Patienten sein wird oder ob es mehr um die Story gehen wird. Wir werden es sehen. Ich hoffe, ihr seid wieder damit dabei. Und ich hoffe, euch hat dieses Let's Play gefallen. Ja, was kann ich noch großartig sagen? Also mir hat das Spiel sehr viel Spaß gemacht. Ich war sehr oft sehr verwirrt. Musste lachen, weinen. Wie ich es halt von einem Freebirds-Game erwartet habe. Auch wenn ich manche Sachen ein bisschen vorauserwarten konnte, dass was passiert. Ja. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir jetzt die Aufnahme. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, wie gesagt. Ich wünsche euch noch ein herzliches Hi-Ho. Und dann sehen wir uns bei meinen anderen Projekten. Also, bis dann.